Herr Kerner, Regattabegleiter vor Kieler Woche. Wie war das für Sie draußen? Ja, das war ja nicht so windig heute, um es mal frei herauszusagen. Also es hätte eine Windstärke mehr sein können, aber es war ausgesprochen schön. Und die, ich sag mal, Kieler Förde so flach zu sehen, so völlig ohne Welle, das war ein bisschen Lago Maggiore-Feeling. Wir wollten die Wasserski auspacken, aber dafür reicht der Propeller hier nicht. Wenn man jetzt an die Olympiabewerbung 2024 denkt, Sie kommen ja auch aus Hamburg, was können Sie uns dazu sagen? Naja, ich entscheide es ja nicht. Also wenn ich es entscheiden würde, dann wäre es schon entschieden. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es hier stattfindet. 24 oder 28. Kiel hat das ja schon mal gemacht, Gastgeber für olympische Segelwettbewerbe zu sein und ist jedes Jahr Gastgeber für das größte Segelsportfest der Welt. Und habe ich gar keinen Zweifel, dass das hier riesig wäre, wenn Olympia eben in Hamburg und in Kiel stattfinden würde. Was hat Hamburg so richtig gemacht mit der Bewerbung? Ich finde diese angenehme Zurückhaltung, also hier nicht dicke Hose zu machen, sondern ganz sachlich und ganz low-key. Und was mir gut gefällt, ist, dass die Argumente der Olympiagegner, die es ja gibt und die es möglicherweise auch mit einem gewissen Recht gibt, aufgenommen werden. Also dass man nicht nur irgendwelche Hearings macht und da sitzen die dann in der dritten Reihe und gut, sondern dass wirklich auch argumentativ sich auseinandergesetzt wird. Das gefällt mir sehr. Ich glaube, da kann man sehr viele Leute, die unentschieden sind und unentschlossen sind, abholen. Mit vernünftigen Argumenten, mit einer klaren Überzeugungskraft und mit einer ganz ruhigen Hand, sodass wir nachher, wenn dieses Referendum stattfindet, eine Zustimmung haben, die eben nicht kurz über 50% ist, sondern lieber 60% oder 70%. Jetzt kriegen Sie ja gerade den olympischen Gedanken aus der eigenen Familie ganz gut mit. Ihre Frau ist ex-nationale Hockeyspielerin, ihre Tochter spielt auch super Hockey. Wie fühlt sich das an in der Familie, wenn die Begeisterung so nah dran ist? Ja, also meine Frau hat das dreimal erlebt, Olympische Spiele. Insofern, wenn über Olympia gesprochen wird, dann redet sie in der Hauptsache. Bei unserer Tochter ist das noch ein weiter Weg. Aber tatsächlich ist sie eine ganz talentierte Hockeyspielerin und hat natürlich den großen Traum, 2024 Olympische Spiele in der Heimatstadt zu haben. Das wäre für sie das Allergrößte. Es ist aber jetzt nicht so, dass sich unser Leben komplett um die fünf Ringe dreht. Wir haben ja noch ein paar mehr Kinder und wir mögen die Hockeyspiele auch auf der regionalen und dann auf der nationalen Ebene. Aber klar, ist das hin und wieder Thema und für uns alle, für meine Frau als Sportlerin, für mich als Journalist, gehört das zu den schönsten Erinnerungen, Olympische Spiele miterlebt zu haben.